So, mein Rudel, jetzt aber mal raus aus den Federn. Das frühe Rudel fängt den Adler und ihr wollt doch den Tag nicht verschlafen. Also aufstehen! Heute steht bei Bassroy Studios das Rap-Camp an und da dachte ich mir, ach komm, ich nehme euch einfach mal den kompletten Tag bei mir mit, damit ihr mal seht, wie der Tag beim Alpha-Wolf läuft. Und ja, so sieht's aus. Nach dem Aufstehen sofort raus, eine Runde joggen, um den Kreislauf in Schwung zu bekommen. Nicht zu überpacen, sondern so, dass ihr wie ich noch reden könnt. Jeden zweiten Tag läuft es dann so, dass ich HIIT mache. Wer es noch nichts gehört hat, High-Intervall-Training, High-Intensive-Intervall-Training, googelt das einfach mal, um da auch noch ein bisschen an die Leistungsgrenze zu gehen. Mein Rudel zieht das einfach durch, einfach nach dem Aufstehen nicht dreimal den Smooth-Button drücken und dann ist gut, sofort raus, Laufschuhe an und dann geht's los. Ansonsten kommt ihr nicht in die Gänge oder wollt ihr den Tag verschlafen. Nach 30 Minuten Joggen gibt es dann schön Frühstücken und dann werden heute eure Versandtaschen fertig gemacht. Heute müssen ja auch noch eure Bestellungen raus, die werde ich dann gleich fertig machen und dann geht's los zum Rapcamp. Freue ich mich schon drauf, vom Bassroy Records initiiert. Grüße an Bassroy Records und dann schauen wir, was der Tag noch so bringen mag. Jetzt aber mal zu Ende joggen, nicht zu viel quatschen, jetzt mal rein da. Rudelpower, ob bei Wind, Regen oder was auch immer, es wird trotzdem durchgezogen. Hier gibt es keine Ausreden. Heute früh hat es geregnet, jetzt geht es langsam wieder, aber ich glaube, das Tacho hat minus 7 Grad angezeigt. Ganz schön knackiger Morgen. So, es wird eine dicke Jacke angezogen, Pullover drunter und dann geht's rein da. Keine Ausreden oder nicht rumjammern, einfach machen. Zieht einfach durch. Stählert euer Mindset. Stählert eure Psyche. Und stählert euren Körper. Einfach rein da. Nicht lang fackeln, einfach machen. Jetzt aber genug gelabert. Rein da. So, dann schauen wir mal, wer schon da ist. Der Alpha Wolf natürlich wieder überpünktlich da. Und dann gucken wir mal, wer heute so beim Rapcamp dabei ist. Vlog, ja? Was geht ab, meine lieben Leute? Folgt meinem Instagram-Account, folgt mir auf YouTube. Endlich mal jemand, der ein Intro macht. Moritz hat sich geweigert. Ja, wir haben gerade der Ginger. Leute, folgt dem Kojoten und RSA auf Instagram. Unbedingt. Ach, schon wieder am Erklären hier. Ja, klar. Ich mache hier mal den Erklärten. Der Bart wächst auch. Ja, Bart mit Bart. Ja, heute wird noch jetzt ganz anderes behaart werden. Heute werden die Zungen haarig. Oh, wie ein Hobbitfuß. Ja, darauf wird behaart wie ein Hobbitfuß. Nee, weil ich weiß halt nicht. Also ja, auf jeden Fall. Mach mal einfach wieder, oder? Ja, dann klar. Schon mal in Raum. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das heute aufgeteilt ist. Das werden wir dann mal sehen. Na, so ich habe ja gestern auch noch was gebaut, ne? Ah, oh, schön. Das ist ein schönes Hintergrund. Mhm. Hat er extra dafür raus. Oder da gehen schon die Mieter, Alter. Ich hör's schon wieder. Ey, Praktikant. Was wollen Sie? Ja. Genau, wie viel habe ich rausgemacht? Echt? Der ist sick, Alter. Kumpel gestern da, schön Gitarre reingezimmert bei mir zu Hause. Ist das eine Gitarre? Also, das nicht, ja, das aber drüber gespielt, die Gitarre, ne? E-Gitarre. Ja. Aha, hier wurde uns der Produzent geklaut. Ja, das ist richtig. Ich absolut korrekt. Ich produziere fremd. Warte immer noch auf meinen Kaffee. Schauen wir mal hier. Und läuft. Läuft alles. Außer, dass uns der Produzent fremdgegangen ist. Naja, aber das ist der Sinn und Zweck der Geschichte. Dass wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Schöne Sache. So, Kaffee? Kaffee. Sehr gut. Sehr gut. Mit der Rudelmaschine. Mit der Rudelmaschine. Ich will hier keine Marken nennen. Genau. Echter Kaffee für Weltverbesserung. Beste Kaffee der Welt. Bester Kaffee. Unbedingt abchecken. So, das Schöne ist, die ist jetzt nämlich repariert, die Kaffeemaschine. War der Praktikant, oder? Nee, ich musste die tatsächlich einschicken. Ach, oh.
läuft. Ups. Der ganze Kaffeesatz ist sonst hier daneben gegangen. Und das passiert jetzt nämlich nicht mehr. So, jetzt schauen wir mal. Das nennt man Profimaschine. Ob das heute unser Glückstag ist. Ja, Grüße gehen raus. Ein Lappen hier. Ein Kuriota ist immer bereit. Ist immer loyal. Ist unterwegs. Mädchen für alles. Mädchen für alles. Ich mach mir die Hände immer schmutzig. Jetzt ist nämlich hier der Kaffeesatz drin und hier innen drin ist nämlich überhaupt nichts mehr. Die Probleme des Alltags richtig werden nice. Ganz einfach gelöst. Richtig. Ja, dann wäre das ja geil, ne, wenn, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel erst ein Konzert dann zum Beispiel hättest, ne, und so ein bisschen der Weg dann begleitet wird bei dem Ganzen. Bei übelst geil, ja. Ja. Bin ich ja gerne dafür. Und man muss noch gucken, ne, vielleicht auch mit den anderen Jungs. Ihr macht das so, du auch ein Vlogger hier am Start. Ich bin auch Vlogger heute, ja. Oh hier der Cringe. Nächste Vlogger. The Cringe, Alter, immer diese Vlogger. Furchtbar. Furchtbar. Ich geh mal rüber stalken. Zeigt mal rein, was er jetzt hat. Ja, geil. Das ist geil. Ja, klar, musst du auch mal. So, jetzt gehen wir mal bei den anderen stalken hier. Ja, hier kann doch nichts werden, wenn Moritz nicht dabei ist. Vielen Dank. Ich komme da mal rüber. Zeigt mal, was ihr so habt. Nö, dann guckt ihr nur ab. Nee, wir sind auf einer anderen Schiene unterwegs. Bist du soweit? Wir machen nächsten Take. Ja klar. Okay, ab geht's. Gut, jetzt hat sie es erledigt. Ich war ein bisschen von dem klingenden Telefon abgelenkt. Ich auch, deswegen habe ich ihre Zeit. Du warst von mir abgelenkt. Wir machen es nochmal. Okay. Alles für die Klicks. Internationaler Rap hier, so muss das sein. Ach bitte, ich hab schon viel von dir gehört. Ich auch schon viel von dir. Ah, alles klar. Noch einen? Wir können gerne noch einen machen. Gut, geht ab. Lassen wir die mal in Ruhe. Die sind so zu sehr abgelenkt. Wie Stingers. Internationaler Rap drüben. Ja. Ja. Berlin. Wir haben schon einen kompletten Beat zusammengeschraubt. Wir haben auch schon die Hook aufgenommen. Tatsächlich. Sind wir da schon, glaube ich, ein Stück so, weiter jetzt hier. Jetzt kommen wir. Ohren gespitzt. Ich hoffe, so, ich bin noch passt euch. Ja, du musst Moritz, jetzt musst du noch kurz mit dir. Es geht auf jeden Fall schon mal gut rein. Michael Myers, Freigang für die Psychopathen, Michael Myers. Kommt durch deine Tür im Garten, Michael Myers. Halloween ist kein Erbarmen, ist Michael Myers. Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Geil, wie läuft wollt ihr das? Nochmal! Jetzt brauchen wir noch was Neues für die Main. Sag ja, Michael Myers packt dich an den Eiers. Das, nee, das muss raus von dem Tape. Du wirst während des Vlogs gefloggt. Okay. Komm, flogge mich. Ich flogge dich. Achso, ja, das ist so die Knoblauchzehe. Ja. Hm? Pass auf, wenn ich gleich mal einen Toast auflege. Nee. Schneid das raus. Das ist schlecht. Das ist richtig. Das ist viel zu wack. Nee. Es ist Halloween, du siehst Kiddich durch das Ghetto ziehen. Es gibt ein Massenmord, nur noch kommt der Rettungsdienst. Omas verteilen in den Seitengassen Dreck und Speed. Und ein paar Horrorfratzen können sich ein Action Beat. Für viele ist Klingeln an der Türe eine Hürde. Doch mit der Zeit fühlen sich Süßigkeiten Kürme. Kleine freche Kinder hängen wir an große Fahnenmaste. Dann erschrecke ich Leute mit einer Fake-Robert-Habeck-Maske. Geil! Boah, das hey! Ja, das geht schon echt gut rein. Das geht echt gut rein. Das ist eine geile Geschichte.
Ja, genau. Ja. Okay, das war sehr solid. Macht mehr Sinn, wenn du denn hast. Letztes Statement. War auf jeden Fall schön. Gerne wieder bei der nächsten Session kloppen. Moritz und Moritz wird einen Part schreiben. Moritz wird einen Part schreiben, wird recorden, wird rappen, wird auf die Eins gehen und dann wird er uns von seinem Vermögen, was er dadurch erwirtschaftet, kostenlose Studio-Sessions finanzieren. Zur Verfügung stellen. Ach, das wäre eigentlich, muss ich ehrlich sagen, der Plan klingt nicht schlecht. Wir müssen noch mal erwähnen, dass wir gerade Bilder gemacht haben. Bilder im Kopf? Wir haben jetzt Bilder gemacht für den Moritz. Ja, auf sämtlichen Dating-Plattformen. Bumble, Tinder, Labu. Moritz ist der Einzige, der sich bewerben muss dafür. Gibt's das? Ich glaube, ich mache das auf MySpace oder hier. Oder Dampfer. Gutefrage.de oder so. Hier sehe ich gut aus. SchülerVZ. Alter, ich hau in die SZ einfach eine Anzeige rein. Küssen bei SZ. Vielleicht schreiben ein paar. Solo-Produzent. sucht heiße Frauen. Behaart. Oder vielleicht ein Mann. Moritz Poritz. Wer weiß? Mann. Ja, an der Idee, ne? Muss glauben. Scheiße. Wird nichts wird, wir machen schöne Labelverträge, so 30, also für mich 70, hier 30. Klingt eigentlich fair, oder? Wenn ich so rechne, ja. Du, wenn's genug ist. Kann man deine Onlyfans fragen. Wenn's ist, von 30 Millionen. Na, jetzt Kopfrechnen, was sind das für 30%? Man sieht das schon ab. Ist eigentlich gar nicht mal so. Na dann, hau raus. Na, 300.000 mal 10 sind wir bei. Boah, oh ne, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Geil, ihr müsst los. Ja. Geil. Das wird lustig, das wird echt lustig. Ja, 19 Uhr wird's. Jetzt auch fertig? Habt ihr den zweiten Part? Ja, wir sind durch. Geil. Schön, danke. Das heißt, es heute sind zwei Lieder entstanden, eigentlich so grob gesagt. Achso, du wolltest Bier? Ich dachte, Oliver. Einmal neu. Viel Erfolg, wir hören uns. Wegen Gigs. Oder was heißt Oldschool? Ist halt eigentlich nur der Beat ist Oldschool, aber die Vibes sind eigentlich wegen. Kennen wir Bescheid. Also ich soll den 2.8. Ja. Moin. Moin. Ach, Moritz. Ja. Moin. Moin. Grüß dich. Schicker Bart. Ja, grüß dich. Alter, es geht jetzt jeder auf diese Scheiße drauf. Das nervt so hart. Das ist wirklich geil. Ich bin sehr witzig, dass ich nicht der Einzige bin, der da drauf anspielt die ganze Zeit. Ja. Wir haben im Auto drüber geredet. Ja, das stimmt. Du und hast mit der Scheiße gesagt, angefangen, ja, genau. Ich soll wachsen lassen. Und dann habe ich angefangen, wachsen zu lassen. Okay, okay. Monster, gib mal gleich nochmal Michael Myers. Kein Intro mehr. Michael Myers. Freigang für die Psychopathen, Michael Myers. Kommt durch deine Tür im Garten, Michael Myers. Halloween heißt kein Erbarmen, Michael Myers. Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Du hast Angst, dass ich dich im Keller in Ketten lege und mit einem Damaskusmesser deine Kehle schäle. Komm mir nach Bayern, steppe rein nach Illinois. Für viele war es klar, weil ich tode mies enjoy. Kein Unterschied zu spüren zwischen Kindern in Kostümen und Serienmördern mit Kinderschuhen an den Füßen. Komm mit Pennywise in die Street hinein. Samara Morgan dahinter und lässt die Kinder schreien. Papa Baduk und Freddy Krüger dabei. Sie lassen alle zittern wie die Grünen Partei. Siehst mich Grüße verteilen, überall müdes Geschrei. Ich werd von allen gefeiert, weil ich die Grünen zerteil. Ich glaube, hier muss ein Outro jetzt entstehen. Fassen wir das alles nochmal zusammen. Erstmal ganz rudelhafte Grüße an Matthias, der das Rapcamp initiiert hat. War eine super Sache. Ich hoffe, dass wir das nochmal wiederholen werden, denn wie ich schon immer ankündige und sage und quasi parolenhaft rausschreie, man sollte sich mehr verknüpfen, auch in der Künstlerszene, vor allem in der Rap-Szene und mehr miteinander anstatt gegeneinander machen. Ja, deshalb super Sache und ihr habt ja ein paar Einblicke bekommen. Auch rudelhafte Grüße an alle, die dabei waren, an jeden Produzenten, Praktikanten, Rapper. War eine coole Sache. Ich hoffe, dass in Zukunft auch noch weitere Projekte in der Richtung entstehen. Und ja, für Halloween sind wir jetzt ausgerüstet. Ihr habt ein paar Einblicke bekommen. Und dann könnt ihr euch, denke ich, schon auf den 31. Oktober freuen. Da wird Michael Myers mal ein bisschen Deutschland unsicher machen. Man darf ja bestimmte Horror-Ikonen nicht aus den Augen verlieren. Und dieses Jahr ist Michael Myers. Vielleicht wird's
Vielleicht wird es übernächstes Jahr Freddy Krüger und nächstes Jahr Samara. Wir lassen uns abwarten, was da kommt. In diesem Sinne, bleibt stabil und mit gut gebauter Rudelpower, euer Coyote.